zu. Hallo und herzlich willkommen zu dem kurz angekündigten Let's Play Flight Simulator X. Ja, ihr werdet wahrscheinlich schon wieder gewundert haben. Es ist schon wieder nichts gekommen. So, ich habe euch gesagt, das wird alles ein bisschen problematischer. Jetzt hat die Schule wieder angefangen. Ich weiß, ich bin fast nur noch am Pennen. Wenn man so früh aufstehen muss, da konnte ich doch nichts dafür, ne? Das war mit Wochenende. Ich habe mir gedacht, so komm, ich nehme ein bisschen was auf. Ich sag gleich, es könnte ein paar Probleme geben während des Flugs, weil ich einfach kein Pro bin und weil ja da noch was mit den Einstellungen nicht passt. Also ich habe mir das nicht groß Mühe gegeben. Ich versuche jetzt nämlich seit zwei Tagen rum und jetzt habe ich es endlich hinbekommen, den FSX zu installieren und hatte jetzt keinen Bock noch irgendwie eine halbe Stunde mit irgendwelchen Einstellungen zu befassen. Also kein Bock. Habe ich gedacht, komm, jetzt erstmal Flug, das ist übrigens auch mein erster Flug jetzt hier im FSX. Also im richtigen FSX, in der bin ich schon mal geflogen. Das war's dann auch. Und ja. Dann gucken wir mal hier. Wir fliegen in der kleinen Cessna. Ich weiß leider nicht mehr welche, aber ja, das wird auch nicht so schlimm sein. So. Außer fliege ich mit Joystick. So, gucken, was haben wir hier? Okay. Sieht alles langweilig aus. Dann haben wir hier. Upsala. So, Grafik ist auf ganz hoch. Aber ich weiß nicht, ob das passt. Dicken Takeoff. Ach, scheiß drauf. Komm. Genau. So. Was ist das? Also ja, ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken und so. So Autopilot müssten wir auch haben. Und zwar haben wir den hier irgendwo. Ist auf jeden Fall auch so ein kleines Schalter mit AP drauf. Also Kleinmaschine ist dann immer so. So, können wir noch kurz den Autopilot einstellen. Brauche ich nicht. Erstmal so, wir gehen mal kurz ins 2D-Cockpit. Was ist denn das? Fenstertitel, was ist das denn? Mal kurz gucken. Was ist das? Okay. Irgendwo muss das sein. Hier. Genau, jetzt haben wir das hier. Sollen wir ein bisschen runter tun. Mal sehen. So. Das passt erstmal, wir müssen jetzt so kurz starten. So, was haben wir hier? Das sind die Flaps. Haben wir auf 10%. Dann haben wir hier den Tower. Echo Delta Quebec Foxtrot. Nein. Traffic Cessna Golf Bravo Delta Foxtrot. Mike is clear of the runway. Okay, hier das GPS. Fliegen ab Richtung Nordwest. Norden, Süden, Osten, Osten. Richtung Norden. So, wir fliegen von Petersdorf auf Nürnberg. Der ist halt so klar, Flughafen in meiner Nähe. Dachte ich mir, komm, nicht einfach mal. Und ja, nach Nürnberg. Ist das nichts größeres mit Manchester, dauert das dann schon etwas, ne? Kurskorrektur. Oh, das ist Südwest. Scheiße. Passt schon. Das ist.
verstehe. Verdammtisch. Ach so, okay, das war manuelle Korrektur. Ich dachte jetzt, das wäre das Reinschiff vom Autopilot. Ups, da habe ich erstmal was krass verwechselt. So, Lights. Alles an. Das machen wir ja später. In der Luft wieder aus, was wir nicht brauchen. So. Das ist Gas. Funktioniert das? Ah, es funktioniert. Wie geil ist das denn? Okay. Das ist das erste Mal, dass ich es auf Anhieb geschafft habe. Mixture, okay, das hat. Das waren die Triebwerke. So. Macht nix. So, nicht wundern, ich versuche mir jetzt erstmal das Flugzeug anzugucken, um es einfach ein bisschen kennenzulernen. Naja. So. Echo Delta Quebec Foxtrot. Was ist das? Bravo Delta Foxtrot. Mike taking off runway 27 south departure. Wenn er mir keine Antwort gibt, dann. Ne? Pech gehabt. Kommt, mach weg. So. Dann. Was ist das? Oh. Das ist der Batteriehauptschalter. Das ist für die Triebwerke. Das ist die manuelle Korrektur. Geschwindigkeit. Dieses Ding, das einem zeigt, wie hoch man tiefer fliegt. Ja, das auch halt so. Ob man halt jetzt geneigt ist. Höhenmesser. Ah, okay. Barometer, weiß ich nicht. Achso, wie schnell man steigt. Aus was ähnliches. So, wahrscheinlich auch alles immer neue Korrektur. Okay, in dazwischen GPS. Das hier ist Funk, brauchen wir nicht. Plötzlich mir das mal hier unten, weil die Batterie werde ich wohl im Flug nicht ausmachen. Und das könnte sogar schon der Anflug für Nürnberg sein. Ich weiß es aber nicht. Ja, es dauert trotzdem lang. Mit einer Cessna. So, dann starten wir mal. Ich schalte in das 3D-Cockpit. Guck nochmal, was es hier unten so gibt. Hier sind wir haben keinen Körper. Keine Passagiere. So, was ich nachgucken möchte, ist. Funktioniert alles. So, das sind die Klappen. Und hier ist das Höhenruder. Seitenruder und ich habe vergessen, wie es heißt. Jo, das sieht alles ganz gut aus. Ich leg das jetzt an. Statt im virtuellen Cockpit können auch Auslichter. Was ist das denn? Wir landen nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ich mache einfach mal an. Okay. Keine Ahnung. Starten wir. So. Wir haben den Chester, der hat eben nicht so viel Power, ne? Ich schalte mal ins Badecockpit. Vielleicht können wir da noch was rausholen. Ah, das ist sogar schon auf ganz. Das ist echt ein Wunder, dass es mal perfekt funktioniert. CC, die hat keine Power. Ist eben eine Cessna. Und dann auch so schnell wie möglich die Flaps wieder rausnehmen. Das Gefühl, das tut ja nicht so gut. Vielleicht sollte man das auch noch größere Flugzeuge machen. Und machen wir gleich einen Crash. Ich doch nicht. Uiuiui. Da ist mal so hoch mit einer Cessna, das hätte ich nicht gedacht. Okay, es geht noch, aber. Dann gehe ich auf Kurs. Das war ist der wo? Hinter uns, okay. Bisschen stärker.
So, den Autopilotenschalter habe ich nur immer noch gefunden. Vielleicht hat Jason einfach keinen. Das könnte natürlich auch sein. Passt schon. Ich glaube, das passt schon zu. Mal eine stärkere Kurve. Ist dann doch noch ein bisschen was. Haben wir es gleich. Nicht mehr so stark. So, und ihr seht, das sieht alles nicht so schön aus. Können wir mal hier abgucken. Nein, so. Upsala. Hallo. Spiel, bitte gib dich den Geist auf. Nein. Hä? Ich glaube, das Spiel startet gerade ab. Jo. Ich starte kurz und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.